18. Juli 1975. Ein Brand in einem Haus in Hamburg-Altona. Bei den Löscharbeiten machen die Feuerwehrleute einen grausigen Fund. Leichenteile sind über den gesamten Dachstuhl verstreut. Mumifizierte Körper liegen hinter einer Dachschräge. Die Opfer, vier ältere Prostituierte aus St. Pauli. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Er ist jedenfalls asozial und primitiv. Also das ist klar, das ist völlig einwandfrei klar, dass er die vier umgebracht hat. Das Grauenhaft, was er gemacht hat. Denn wenn der mal rauskommt, der macht ja sowas immer wieder. Ne? Ich bin dafür, dass es ein Massenmörder, dieser Mann gehört hingerichtet und zwar aufgehängt. Zonka wegen mehrfachen Mordes vor Gericht. Er soll zwischen 1970 und 75 vier Frauen umgebracht haben. Im November 1976, etwa ein Jahr nach seiner Entlarvung, steht Fritz Honka in Hamburg vor Gericht. Hier im großen Sitzungssaal wird gegen den damals 40-jährigen Nachtwächter verhandelt, der vier Frauen ermordet, sie zerstückelt und in seiner Wohnung versteckt hat. Sicher ist es so, dass ein solcher Mann ein ganz hohes Risiko darstellt. Ich hätte es nicht verantworten mögen, dass er wieder auf freien Fuß kommt. Er wurde gehandelt auf der Grundlage seiner eigenen Worte. Jack the Ripper sollte vier Frauen auf das Abscheulichste getötet haben. Und dann hat man so eine gewisse Vorerwartung, wer da kommt. Und dann kam ein kleines, schüchternes, mitleiderregendes Männchen, dem sie gerade noch zutrauen würden, dass er einer Fliege etwas zu leid tut. Oder vielleicht hat er im Kaufhaus gestohlen oder sowas. Aber auf Mord käme man nicht. Also am liebsten wäre ihm wahrscheinlich gewesen, er wäre unten geblieben in der Untersuchungshaftanstalt und wir hätten den Prozess ohne ihn gemacht. Honka hatte nur die Fassade eines Biedermanns, er war keiner. Honka ohne Hamburg wäre nicht vorstellbar. Und Hamburg natürlich nicht als Begriff einer schönen Stadt in Eppendorf, sondern im Rotlichtmilieu von St. Pauli. St. Pauli damals wie heute. Sündige Meile und Touristenattraktion zugleich. Zu allen Zeiten war das Rotlichtmilieu der Hafenstadt Schauplatz von Dramen. Die Geschichte Fritz Honkas ist eine der schauerlichsten, die St. Pauli zu bieten hat. Hamburg der 70er Jahre. Das ist die Hochzeit des Terrorismus. Die Verhaftung der RAF-Aktivistin Gudrun Enslin macht Schlagzeilen. Ebenso der Anschlag auf das Springer-Hochhaus. 1975 war der Höhepunkt der Flower Power-Bewegung. Dazwischen sauste nun auf einmal Honka in der Botanik rum, der ja nun wirklich nicht aussah wie ein Blumenkind. Honka soll eine Vorliebe gehabt haben für fast kniehohe Lederstiefel, einen schwarzen Lackmantel und eine Uniformmütze, die ebenfalls dunkel war. Alles in allem muss dieser kleine Mann wie ein Mensch aus einem anderen Universum auf dem Hamburger Berg gewirkt haben. Wer ist Fritz Honka? Der kleine, merkwürdige Nachtwächter, der sein Glück in den düsteren Straßen von St. Pauli sucht. Frühmorgens kommt er, wenn seine Schicht zu Ende ist und er wieder eine Frau braucht. Frauen, die für einen Schnaps zu vielem bereit sind, sie nimmt Honka mit. Der Goldene Handschuh ist sein Stammlokal in der Straße am Hamburger Berg. Wir haben an der Seite hier einen Gang und da hat er dann gestanden und hat dann sein Getränk gehabt. Und dann, wenn er was haben wollte, du komm her, du musst auch mal einen zu trinken und dann, guck mal, die da drüben, gib dir auch mal einen, aber nicht sagen, dass das von mir kommt. So, das kam dann dabei, aber was ich dann nie gesehen habe, ich habe nie gesehen, dass er dann mit irgendwelchen Frauen, die er hier kennengelernt hat, rausgegangen ist. Hier kennt ihn jeder.
Man nennt ihn Fiete und er erzählt von seiner Wohnung in Altona, auf die er so stolz ist. Eine Gaspistole trägt er bei sich, die braucht er angeblich im Dienst. Auch heute noch erinnern sich einige an Fritz Honka. Er war ja ein guter Gast, immer gut Trinkgeld, er war immer human, war immer gut gelaunt. Ne? Also, dass er hier die Frauen rausschleppt und zersägt, das hätte nie einer gedacht. Fritz Honka. Hier glaubt er, wer zu sein. Er hat Arbeit und ein Zuhause, hat immer Geld und ist spendabel. Die anderen haben nichts. Auch er ist ein Trinker, nur ihm sieht man es nicht an. Sex kauft er sich in billigen Stundenhotels. Wenn die Frauen von morgens runterkamen, von oben, dann durfte ich sie gar nicht ansprechen, aber ganz weg. Aber lieber Mensch, muss ich sagen. Lieber netter Mensch. Also wirklich, hätte ich nie gedacht, dass das mal so mit ihnen endet. Fritz Honka tötet still und ohne Aufsehen zu erregen. So, dass seine Taten erst Jahre später durch einen Zufall entdeckt werden. Ich war Lokalreporter und man lebte damals von der herkömmlichen Berichterstattung über Feuersbrünste, Verkehrsunfälle und Verbrechen. Das Telefon klingelte und jemand sagte, bei dir um die Ecke brennt. So. Das war für mich im ersten Moment eine kurze Angelegenheit. Eine halbe Stunde später war ich wieder im Bett und war eigentlich bereit, diese ganze Sache als nächtliche Ruhestörung irgendwie abzubuchen. Als am 17. Juli 1975 frühmorgens die Feuerwache Hamburg-Altona verständigt wird, brennt es in einer Wohnung in dem Haus Zeissstraße 74. Zunächst ein Wohnungsbrand wie viele andere. Es brannte damals im zweiten Obergeschoss. Der Treppenraum war stark verqualmt und wir mussten oben in der Brandwohnung die Wohnungstür aufbrechen. Konnten dann eine Person retten und das Feuer relativ schnell löschen. Die Brandursache ist bald geklärt. Der Mieter der Wohnung im zweiten Stock, ein norwegischer Matrose, der die Stromrechnung nicht bezahlen kann, ist bei Kerzenlicht eingeschlafen. Bevor die Feuerwehrmänner abrücken, suchen sie nach Schwelbränden. Dann stellten wir allerdings fest, dass das Feuer durch die Decke ins Dachgeschoss hineingegangen war. So mussten wir den Bodenraum aufbrechen und im Dachgeschoss, beziehungsweise im Bodenraum, auch noch einige Brandnetze ablöschen. Dabei fiel uns auf, dass es oben im Dachboden sehr stark nach Verwesung roch. Feuerwehrmann wird man natürlich unruhig und wir haben dann schnellstens versucht, die Ursache festzustellen. Dazu haben wir die Dachpfannen abgedeckt, damit wir es sehen konnten und haben dann auch an zwei Stellen ja, in Plastiktüten verpackte Leichenteile gefunden. Kurz nach 5 Uhr morgens wird die Kriminalpolizei alarmiert. Der mysteriöse Leichenfund lässt Furchtbares ahnen. Der 17. Juli war ein wunderschöner Sommertag. Es war blauer Himmel, Sonnenschein, ja, wie man sich eigentlich so einen Tag im Sommer vorstellt. Wir hatten an diesem Tag Bereitschaft. Und wir haben gehofft, dass nichts kommt, dass wir den Tag schön verbringen können, ja, weil wir Sachen aufarbeiten. Dass man vielleicht abends gemütlich nach Hause kommt, noch ein bisschen im Garten sitzen kann. Aber es kam alles anders. Karl Pries und Jürgen Vierle sind die ersten Beamten der Mordbereitschaft am Tatort. Als sie das Ausmaß des Falles erkennen, fordern sie Verstärkung an. Ich weiß noch nicht mal genau, ob man schon vorhatte, mich nachher in die Vernehmung reinzupacken. Das weiß ich gar nicht mal. Jedenfalls bin ich mit am Tatort gewesen, habe mich dort umgesehen. Und auch ein Vernehmungsbeamter, gerade ein Vernehmungsbeamter, muss, ja, um sie ein Bild zu machen, am Tatort gewesen sein. Nach Otto Köhn, dem Vernehmungsspezialisten,
trifft auch Josef Tilsch am Tatort in der Zeissstraße 74 ein. Herr von Tag Tilsch, würden Sie bitte mal öffnen? So, das ist das Treppenhaus in dem Haus 74. Ein typisches Treppenhaus mit engen, steilen Treppen, wie sie in dieser Bauausführung hergestellt worden waren. Hier waren natürlich an dem Morgen sehr viele Feuerwehrleute. Alle Türen waren auf, Brandursachen, Brandrückstände oder Brandspuren waren zu sehen. Und hier im zweiten Geschoss befindet sich die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war. Da ist dann das Dachgeschoss und der Abstellkammer. Der Dachboden, Fundort der zerstückelten Leichen zweier Frauen. Daneben eine Mansardenwohnung. Was mir zunächst sofort auffiel, war dieser grässliche Gestank. Es stank bestialisch. Der Brand und die Hitze der letzten Tage haben den Geruch noch unerträglicher werden lassen. Schon länger müssen die Leichenteile hier versteckt worden sein. Die Dachtraufe, hinter der wir die beiden, also das mumifizierte Opfer und diesen Torso gefunden haben, war unmittelbar hinter einer Etagentoilette. Und diese Toilette gehörte zur Wohnung Honka. Fritz Honka, der in der Mansardenwohnung lebt, ist an diesem Morgen nicht zu Hause. So, und jetzt kommt das Kuriose hinzu. Während die da oben alle waren, kommt hier jemand unten rein und verschafft sich Zutritt. Halbuniformträger und sagt, ich wohne da, was ist hier los? Das war Honka. Und da hat man gesagt, was, das ist deine Wohnung hier? Ja. Ja gut, dann haben wir noch ein paar Fragen so ungefähr. Und dann ist der Kollege mit ihm erstmal als rein Unverdächtiger zur Fragestellung ins Präsidium gefahren. Auf der Fahrt ins Präsidium wirkt Fritz Honka ruhig. Er erzählt, er komme von seiner Schicht als Nachtwächter und dass er alleine lebt. Im Nachhinein bin ich zwar der Meinung, dass ihm klar war, was jetzt auf ihn zukommen wird. Aber im ersten Moment, während der Fahrt zum Polizeipräsidium, vermittelte er mir nie den Eindruck, dass er sich überführt fühlte. Das ehemalige Präsidium. In den Räumen der Mordkommission im siebten Stock wird Fritz Honka vernommen. Die Fragen beantwortet er nur zögernd. Manchmal hat man den Eindruck gehabt, dass er gewisse Fragen einfach nicht beantworten wollte, sodass er so tat, als ob er es nicht verstanden hat. So nebenbei während der Tatortarbeit hört man dann schon, dass er sich hier im Präsidium so ein bisschen wohl in Widersprüche verwickelt hat. Wir geben dann unsere Kenntnis vom Tatort natürlich auch ins Präsidium weiter. Er hatte unheimlich viel Alkohol in seiner Wohnung, wahnsinnig viel Korn. Dann fanden wir stapelweise Pornozeitschriften. Eine Frauengummipuppe zur Befriedigung seiner Lust. Und dann weiß man natürlich, hier ist etwas nicht erst einmal abgelaufen. Man stolpert förmlich dann über Sachen, die dann interessant werden könnten. Wie zum Beispiel fiel uns auf, dass überall in der Wohnung und auch in dieser Toilette und am Flur, es lagen überall sogenannte Beckensteine. Das sind diese Steine, die in den Toiletten zum Geruchsverfeinerung, würde ich mal sagen, verwandt werden. Und die lagen überall. Hausbewohnern ist der Geruch, der aus dem Dachgeschoss drang, schon lange aufgefallen. Einige haben sich beim Hausmeister darüber beschwert. Fritz Honka hat für den Geruch eine eigene Erklärung. Fritz Honka erklärte, in diesem Haus wohnen ja Ausländer. Ich meine, er meinte Griechen. Und diese Ausländer kochen ja immer merkwürdig. Und die Geruchsbelichtung käme aufgrund dieser etwas exotischen Kochweise. Honka hat zwei Leben geführt. Eines in der Öffentlichkeit, der unscheinbare Nachtwächter, der brav seinen Pflichten nachgeht. In Honkas Wohnung aber offenbart sich seine zweite Seite. Was sehr auffällig war, wahnsinnig viel Damenschuhe gefunden, Handtaschen, Regenschirme, Frauenbekleidung. Na, man hat gesagt, der Mann wohnt hier alleine, was können Sie diese ganze Frauenkleidung und dann noch verschiedene Größen.
Das haben wir natürlich alles sicher gestellt, ist klar. Dann haben wir gesagt, hier kann ja noch mehr liegen. Und dann sind wir eigentlich angefangen und haben gesagt, diese Tatortarbeit muss ausgedehnt werden hier über das gesamte Stockwerk. Wir haben die Fußbodendielen aufgebrochen, wir haben die Wände geöffnet, es wurden die Kamine geöffnet und fanden dann hinter der mit Raufaser tapezierten Wand ein sehr beflecktes Betttuch, was augenscheinlich eine Leiche enthielt. Jetzt stand für uns fest, Fritz Honka ist hier tatverdächtig und ich musste ihm jetzt mitteilen, dass er aufgrund dieser Leichenfunde als Tatverdächtiger für Tötungsdelikte vorläufig festgenommen sei. Fritz Honka, der bis zu diesem Zeitpunkt alle Fragen, manchmal etwas schwerfälliger, ein bisschen langsamer beantwortete, machte plötzlich dicht und sprach mit mir gar nicht mehr. Ein Kriminalbeamter hat Honka schon Anfang der 60er Jahre wegen Diebstahldelikten vernommen. Otto Köhn, er soll ihn jetzt zum Sprechen bringen. Und dann habe ich mir das angeguckt, sag mal, den kenne ich doch irgendwoher und so weiter. Und dann habe ich da auch mal gefragt, den Kollegen, sag mal, hast du schon mal, wo er überall gewohnt hat? Natürlich, und da kam diese Verbindung hin. Und dann hätte ich nicht sagen dürfen. Und dann guckt man jemanden aus. Ach, du kennst ihn ja schon, jetzt versuch du dein Glück, geh mal rein. Er hat ja mit niemandem gesprochen, bis wir den ersten Kontakt hatten. Und zwar hatten wir ein Gespräch miteinander, aber nur über alte Zeiten. Das war alles. Viel ist nicht bekannt über das Leben Honkas. Er kam am 31. Juli 1935 in Leipzig zur Welt, als drittes von 9 Kindern. Der Vater, ein Heizer bei der Stadt, war Honkas Angaben nach als Kommunist von den Nazis ins KZ gesteckt worden, die Kinder ins Kinderlager. Erst nach Kriegsende kommen die Kinder und der Vater nach Hause zurück. 1946 stirbt der Vater. Über seine Mutter weigert sich Honka Angaben zu machen. Nur eines ist aktenkundig. Sie gibt die Kinder ins Waisenhaus. Er sieht die Mutter nie wieder. Fritz Honka beginnt eine Maurerlehre, leidet unter Zementkratze, bricht die Lehre ab. 1951 geht er in den Westen. Als Hilfsarbeiter kommt er bei Bauern in der Lüneburger Heide unter. Seine erste Liebe ist eine Enttäuschung. 1956 zieht Honka nach Hamburg. Er findet Arbeit im Hafen, lernt Inge kennen, heiratet sie. Sie bekommen ein Kind. Die Ehe geht in die Brüche, weil beide trinken. Sie heiraten ein zweites Mal, verlieren die Wohnung und leben in Notunterkünften. Wenn er nicht so dieses Aussehen gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich an ihn gar nicht erinnert, weil das ganz nur alltägliche Sachen waren, die hier vorkamen im Wohnlager. Das grenzte genau hier an diesen Weg, hier, genau dieser Bereich. Hier wohnte Fritz Honka auch. Wie lange er hier genau gewohnt hat, weiß ich gar nicht mal. Aber wie gesagt, hier habe ich ihn kennengelernt. Dienstlich kennengelernt. Fritz Honka. Er träumte von einem besseren Leben, hatte keine Schulden und immer gearbeitet. Zuletzt als Nachtwächter in einem Wasserwerk, davor im Hafen. Ich hatte ja auch damals das Bild in der Zeitung gesehen. Und dann haben wir uns dann mal auf der Arbeit unterhalten, ja, das ist doch der Honka, mit dem haben wir doch mal zusammen gearbeitet, er hat die ganzen Frauen umgebracht. Das war ja nicht groß, er war ja so ein Stepp, gell? Und ne, aussehensmäßig, dass er einen schweren Unfall hatte, das wusste ich gar nicht, aber so, wenn ich mich an sein Gesicht erinnere, es war ein sehr falsches Gesicht, gell? Ich traue mir das schon zu, Menschen am Auge abschätzen zu können, ja. Es gibt wirklich Leute, dann sieht man die Schlechtigkeit in den Augen an, ja. Altona, kein Hamburger Vorzeigestadtteil. Das Image solcher Viertel wird von Negativschlagzeilen geprägt.
Auch die Schauergeschichte des 17. Juli 1975 wird hier geschrieben. Beim Morden ist es allgemein üblich, dass die Reporter ein bisschen gucken, was sich so abspielt, wer wohnt in der Umgebung, wer könnte vielleicht irgendwas erzählen über den Fall. Die meisten Nachbarn sind entsetzt. Andere haben geahnt, dass hier etwas nicht stimmte. Da haben wir natürlich auch gefahren, dass auch Frauen mal, dass es laut herging, dass auch mal Frauen etwas länger bei ihm gewohnt haben, dann plötzlich nicht mehr auftauchen. Die Ermittler machen eine weitere Entdeckung. In der Wohnung Honkers finden sie die Personalausweise von zwei Frauen. Die Polizei beschließt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wer sind diese Frauen? Zwei der Opfer? Das Haus selber gilt allgemein als Tabuzone. Hat die Polizei die Lufthoheit. In diesem Fall war es ein bisschen anders. Der Leiter der Mordbereitschaft kam auf die Straße und sagte, ja, in diesem Fall könne man mal eine Ausnahme machen und einen Blick auf den eigentlichen Fundort der Leiche im Dachboden erlauben. Wir gingen dann über eine ausgetretene Holzstufe in einem ziemlich engen Treppenhaus nach oben. Alle guckten in Richtung auf diesen ausgebrannten Dachboden, wo das Sonnenlicht durch die Dachsparren fiel. Zur Linken konnte man durch eine angelehnte, halb geöffnete Tür in Honkers Wohnzimmer gucken. Man sah Puppen und an den Wänden Pornofotos. Und in der Sekunde, weiß ich nur, schoss es mir durch den Kopf und ich dachte, um Gottes Willen, hier haben wir einen Serienmörder. Die Beweislage war ja im Moment, was hatte man? Man hatte die Leichen, man hatte die Wohnung, man hatte jetzt Zugang eventuell zu den Leichen in dem Raum, aber mehr hatte man nicht. Es hätte ja auch faktisch ein anderer sein können, der Zugang über die Bodentür hatte, um die Leichen dort zu deponieren, in dieser Abseite. Es musste nicht unbedingt der Wohnungsinhaber Honker sein. Dann passiert etwas, womit keiner gerechnet hat. Teile einer vierten Frauenleiche werden gefunden. Gewöhnlich hat man es mit einem Opfer zu tun, vielleicht mal mit zweien, wenn das eine Schießerei ist. Aber das war ja nun was ganz Ungewöhnliches. Die Leichenteile waren noch nicht ganz komplett. Wir versuchten natürlich weiter zu suchen, um noch mögliche weitere Leichenteile oder was zu einer Leiche gehören konnte, noch zu finden. Und als wir dann den Fund einer vierten Leiche meldeten, setzte dann natürlich eine wahnsinnige Hektik ein. Die Ermittler stehen vor der Aufgabe, diese vier Opfer zu identifizieren. Einzige Spuren sind zunächst Frauenkleidung, Schuhe und Schmuck. Stumme Zeugen, die ahnen lassen, was über Jahre in der Mansardenwohnung in der Zeissstraße geschehen war. Die Frauen waren verschwunden, einfach so. Keine Vermisstenmeldungen. Auch den routinierten Mordermittlern geht das unter die Haut. In einer normalen Umgebung, wenn da eine Person verschwindet, meldet sich doch zumindest ein Familienangehöriger oder ein guter Freund oder eine Freundin und sagt, ich vermisse schon seit einiger Zeit die sowieso oder den sowieso. Das würde dann doch kommen und dann, ich möchte eine Vermissenanzeige erstatten oder so, so geht das dann weiter. Und das ist in diesem Fall, ist ja nichts passiert. Es hat ja keiner eine Vermissenanzeige erstattet, keiner hat diese Frau vermisst. Vier Frauen verschwinden in der Anonymität der Großstadt. Und keiner vermisst sie. Wer sind sie? Was sind das für Frauen? Das erste Opfer, das wir identifizierten, das war Gertrud Breuer, ja.
Das war uns also gleich klar, dass es sich hier um die restlichen, noch fehlenden Teile der Gertrud Beuer handelt. Vier Jahre zuvor, im November 1971, gibt es in Altona einen schrecklichen Fund. Auf dem Gelände der ehemaligen Schokoladenfabrik Holstatia in der Gaußstraße ist ein Arbeiter dabei, Müll zu verbrennen. Der Mann stößt auf eingewickelte und verschnürte Pakete. Als er eins öffnet, entdeckt er darin Leichenteile. Kopf, zwei Arme, zwei Hände, zwei Füße, ein Bein. Hier auf diesem Fabrikhof war bis auf den Rumpf und das rechte Bein war alles vorhanden, was zu einer Leiche gehörte. Und wir konnten identifizieren, dass es sich um eine weibliche Leiche handelte, weil wir nämlich abgeschnittene Brüste gefunden haben. Die Leichenteile waren stark mumifiziert und waren in Zeitungspapier eingewickelt. Was wir dann gemerkt haben, und das ging damals in die Presse als Meilenstein in die Hamburger Kriminalgeschichte ein, wir haben zusammen mit einem Gerichtsmediziner, Dr. Klages, haben wir den Kopf dieser Leiche wieder so präpariert, so wieder hergerichtet, dass man ihn zeichnen konnte und dass er also ein Aussehen bekam, wie dieser Mensch vorher ausgesehen hatte. Ist die 43-jährige Gertrud Breuer. Sie ist erkennungsdienstlich erfasst. Ihre Spur führt in das Rotlichtmilieu von St. Pauli. Gertrud Breuer, eine Prostituierte, verkehrt viele Jahre lang in den Kneipen am Hamburger Berg. Oft taucht sie über mehrere Monate bei einem Freier unter. Dann kommt sie wieder täglich. Zuletzt wird Gertrud Breuer im Dezember 1970 im goldenen Handschuh gesehen. Sie hatten mir immer gesagt, finde ich nicht schön, guck mal, im Profil sehe ich nicht aus wie Nofretete. Das hat sie dann immer gesagt? Ja, natürlich, du siehst ganz toll aus, wunderbar. Mitte Dezember 1970 soll Gertrud Breuer hier im goldenen Handschuh Fritz Honka kennengelernt haben. Ich bin der Meinung, er hat wohl gedacht, die sitzen hier rum und dass das keine Nutten sind. Aber das sind doch welche gewesen und das hat er dann später dann gescheckt. Auch da ist er wohl irgendwie nicht mehr klargekommen. Die hatte, glaube ich, mehrere Geschwister und war das sogenannte schwarze Schaf in der Familie. War dann aus der ehemaligen DDR dann nach Hamburg gekommen und hier augenblicklich unter die Räder. Da schließen sich dann unter Umständen Jahre oder vielleicht sogar jahrzehntelange Karrieren in diesem Halbweltmilieu an. Mit all den negativen Erfahrungen und all dem Elend und Gemeinheiten, die man da zwangsläufig erlebt. Die Hamburger Polizei gibt das Foto der Gertrud Breuer wiederholt an die Presse. Der Fall Breuer ist kein gewöhnlicher Prostituiertenmord. Die Leiche wurde zerstückelt. Das bedeutet für jeden Kriminalbeamten, irgendwo treibt sich ein Psychopath herum, krank, gefährlich. Und er tötet höchstwahrscheinlich wieder. Gertrud Breuer wollte ein neues Leben beginnen, schreibt sie noch kurz vor ihrem Tod an Freunde. Aber sie hat den Brief nie abgeschickt. Vier Jahre lang bleibt der Mord an Gertrud Breuer ungeklärt. Schon damals vermuten die Mitarbeiter der Mordkommission, dass der Täter in der Umgebung des Leichenfundortes lebt. Honkas Wohnung ist nur 300 Meter davon entfernt. Die Polizei findet heraus, dass Fritz Honka bereits ein Jahr zuvor wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung vor Gericht gestanden hat. Sein Vorleben beschäftigt auch die Presse. Gewalt war ja ein Teil von Honkas Leben. Er hatte eine Frau, die nicht so wollte wie er, in seiner Wohnung schwer misshandelt. Sie ist halbnackt
schreiend auf die Straße geflüchtet. Honka wurde wegen dieser Tat vor das Amtsgericht in Altona gestellt, was aber nicht dazu führte, dass irgendjemand sich auch nur Gedanken darüber gemacht hätte, unter welchen Bedingungen Herr Honka eigentlich lebt, was er für ein Mensch ist und welchen Hintergrund diese Gewalttat haben könnte. Von all dem weiß man nichts in dem Milieu, aus dem Fritz Honka die Frauen holt. Er liebt deutsche Schlager, eine heile und sentimentale Welt. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, einer von Honkas Lieblingsschlager. Mit jeder Stunde, die vergeht. Bin froh, dass ich nicht mitgegangen bin. Sonst wäre ich heute nicht hier. Er wollte mich unbedingt mithaben, weil er mir so ein bisschen meinte, ich wäre in seinem Jahrgang. Ich sage, du gefällst mir nicht. Du gefällst mir nicht. Wir haben ja früher, aber diese Bank hier, das war, da waren dann die ganzen älteren Frauen. Punkt 20 Uhr, Toilette waschen, Morgenmantel an und haben sie hier gesessen. Da waren ja früher der Laden brechend voll immer. Sucht nach ihnen. Man fragt nicht nach, wenn sie nicht mehr da sind. Die meisten haben die Brücken zu ihrer Vergangenheit abgebrochen. Für sie gilt nur noch das Gesetz der Straße. St. Pauli ist meist ihre Endstation. Kaum jemand kennt ihren wirklichen Namen. Eine dieser Namenlosen nennt sich Rita. Sie hat ihren Stammplatz im goldenen Handschuh. Als auch sie nicht mehr kommt, fällt das wieder keinem auf. Die Rita war ja eine ganze Zeit weg, 3 Wochen. Und wie sie dann wieder kam, hat gesagt, wo bist du denn gewesen? Ich habe schon gedacht, du bist tot. Ja, ich habe einen neuen Freund und da wohne ich, aber hat nicht gesagt, wo und wer das ist. Die Frau, die sich Rita nennt, wird zuletzt Ende 1974 auf St. Pauli gesehen. Mit Fritz Honka. Für Alkohol und ein warmes Bett geht sie mit ihm mit. Honka war weder schön, er war nicht klug, er war noch nicht mal reich, er war eigentlich gar nichts. Und Partner konnte er aus seiner Sicht in dieser Lage wohl nur in der Gegend um den Hamburger Berg finden. Da aber traf er auf eine Sorte von Frauen, die nun an bürgerlichem Glück möglicherweise gar nicht interessiert waren, für die sich das Leben reduzierte auf Obdach, Alkohol und Geld. Am 21. Juli 1975 ist das nächste Opfer identifiziert. Die unbekannte Tote ist Rita. Ihr wirklicher Name Frieda Roblek. 58 Jahre alt, Prostituierte, vorbestraft. Nachdem er zuerst in den ersten Stunden der Vernehmung immer in sich zusammengesunken auf dem Stuhl gesessen hat, fing er ja nachher beim Reden an, immer mit seinen eigenartigen Fingern immer anzutrommeln, immer auf den Tisch zu trommeln. Schon einen Tag später ist auch das dritte Opfer identifiziert. Anna Beuschel, 56 Jahre alt, Prostituierte. Das war auch eine Erleichterung, als er plötzlich sagte,
ich brauche einen Arzt. Das war auch noch etwas. Ich brauche einen Arzt. Wunderbar, bekommst einen Arzt. Schmerzen, wo? Hier in der Brust. Genick, gut, bekommst einen Arzt. Sofort abgelehnt, nein, ich brauche keinen Arzt. So. Da war aber schon wieder Kontakt. Da war nachher, ich sage nichts. Das vierte Opfer. Ruth Schuld, 52 Jahre alt, Prostituierte, vorbestraft. Sie lernt Honka bei einem St. Pauli-Bummel kennen. Es ist doch nichts dabei, uns zu sagen, wie viele Leichen haben wir denn eventuell gefunden dort in dem Haus. Sag uns, und dann machen wir sofort Schluss. Dann zu fortgeschrittener Zeit, ich weiß es nicht mehr, wie spät es war, da sagte er, 3. Viele Stunden sind vergangen. Mittags hatte das Verhör begonnen. Gegen 22.30 Uhr wird Honka vom Polizeipräsidium ins Untersuchungsgefängnis gebracht. In diesem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Altona wurden heute durch Zufall 4 Leichen gefunden. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka. Das Verhör geht am nächsten Morgen weiter. Was war mit dem vierten Opfer? Honka erinnert sich nicht. Warum hat er die Frauen getötet? Eine hat Penner zu ihm gesagt, eine andere hat ihn ausgelacht. Auf Erniedrigung reagierte Honka mit Gewalt. Dann kam er mir mal mit Jack the Ripper, habe ihm das befohlen. Dann hatte ich auch nur sagen, Herr Honka, hören Sie auf. Dann lächelte er und sagte, na gut. Das wusste er selbst. Das war so sein Versuch, die Geschichte von sich abzuspalten und es von sich wegzuschieben. Er hatte natürlich ein volles Bewusstsein des Unrechts, das er begangen hatte und der Schuld, die er auf sich geladen hatte. Immer wieder die Frage nach dem Motiv. Die Beamten von der Mordkommission lassen nicht locker. Er hatte die Möglichkeit, jeden Tag abzubrechen. Aber da er sich immer wieder hat vorführen lassen, wie er immer mit uns mitkam, sich auch mit uns unterhalten hat, haben wir natürlich auch immer weitergemacht. Wie hat er die Frauen getötet? Warum zerstückelt? Honka kann es nicht erklären. Die Beamten nehmen ihm das nicht ab. Er wird zur Rechtsmedizin gebracht. Hier soll er mit seinen Taten konfrontiert werden. Das war ein schwerer Weg, ein sehr schwerer Weg für ihn. Also da rein, links rum, Treppe runter, großer Sektionssaal, da war das aufgebahrt, großer und kleiner Sektionssaal. Und man merkte, je näher man kam, wie angespannt er war. Er stand hier in diesem Raum neben dem Kriminalbeamten, der ihn um mehrere Kopf, mindestens 2 Köpfe überragte. Er selber war eher klein, man könnte fast sagen zierlich. Und zu dieser Gestalt kontrastierte im hohen Maße die Gestalt seiner Hand, seiner Hände, die, ja, ich würde fast sagen, schaufelähnlich waren. Und natürlich hatte man so Gedanken, wie denn wohl diese Hände sich um den Hals der Frauen gelegt haben könnten. Denn es erschien ja naheliegend, dass ein Erwürgen in Betracht kam als Todesursache. Und jetzt muss man sich nämlich die Frage stellen, als Kriminalist, hat er das bewusst getan, dass er Frauen mitgenommen hat, die keinen Anhang haben, die also bindungslos sind? Und und es dadurch eben nicht auffällt, wenn er diese Frauen beseitigt. Hat er das jetzt bewusst getan oder nicht? Morde, Totschlag, gab es schon immer. Das können wir akzeptieren. Aber ist das, was er anschließend getan hat, die Zerstückeln der Leichen, gewisse Körperteile, Organe zu entfernen, aus welchem Grund auch immer, ist das normal? Ein normales Verhältnis zu Frauen hatte Honka nie. Die beiden Gerichtsgutachter sind sich über seine Motive nicht einig.
Schlugen seine gescheiterten Wünsche nach Zuwendung in Hass um? Oder brauchte er das Gefühl, Herr über Leben und Tod zu sein? Sie können nicht aus Honkais drüber trauriger Nachkriegsjugend rumgeschubst sein in Heimen und all das. Das war bitter und das war schlimm. Aber das ist ein Schicksal, das viele Leute auch erleben mussten und sie haben sich in ihrem Leben zurechtgefunden und sind weder zu Verbrechern noch zu Mördern geworden. Honka hat natürlich von Lustgefühlen nichts berichtet. Nicht? Man konnte höchstens vermuten, dass solche beteiligt waren, aber es ist eigentlich nie etwas herausgekommen, dass seine Sexualität hier das Vordergründige war, sondern das Eliminierungsbedürfnis, nicht? Er brauchte Frauen, er wollte sie für sich gewinnen. Aber sie sollten sich um Gottes Willen auch so verhalten, wie er sich das vorstellte. Sechs Gutachter sollen dem Gericht an zunächst 9 Verhandlungstagen helfen, Klarheit über den geistigen Zustand des Mannes zu gewinnen, dem die Anklage 4-fachen Mord aus sexuellen Motiven vorwirft. Mordlust oder Lustmord? Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Doch kann Fritz Honka für seine Taten in vollem Maße verantwortlich gemacht werden? Es wäre wohl so weitergegangen, bis die Abseite voll gewesen wäre. Es ist Gott sei Dank durch dieses Feuer unterbrochen worden. Er war in all seiner Kümmerlichkeit ein gefährlicher Mensch. Seine Sexualität war die dieser Frauen. Also dieses Zusammenwirken von Opfer und Täter, wie im Falle Honka, ist mir in meiner ganzen strafrechtlichen Praxis in 50 Jahren nie mehr begegnet. Honka waren eigentlich zwei. Das war der eine bürgerlich wirkende, der hier auch ganz artig als Angeklagter in der Hauptverhandlung saß. Und das war eben der andere, der, den man eigentlich nicht fassen kann, verstandesmäßig nicht fassen kann, weil es so außerhalb dessen liegt, was man sich eigentlich vorstellt.